Hallo ihr Lieben, ich berichte euch heute aus den Orangenplantagen, aber nicht um euch von den Orangenbäumen zu berichten, die sind alle abgeerntet, was ja auch des Bauers guten Rechts ist, sondern um euch einmal zu erzählen oder überhaupt mit euch darüber zu reden, wie das denn überhaupt so ablaufen kann und wie das denn so ist, wenn man bargeldlos lebt. Das ist jetzt im Moment in der großen Diskussion unter allen Politikern, vermutlich auch in allen Ländern. In manchen wird es ja wohl schon umgesetzt und die Supermärkte sind der Meinung, den Menschen verbieten zu wollen, mit Bargeld zu bezahlen. Und ich will euch jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung kurz erzählen, wie das denn so sein kann, wenn man bargeldlos lebt. Und zwar hatte ich in den letzten 12 Monaten 4 sehr, sehr erschreckende Erfahrungen mit bargeldlosen Leben. Die erste Erfahrung war ganz einfach, dass von heute auf morgen die liebe Postbank in München der Meinung war, unser Konto zu sperren. Es gab keinen Grund, den man nachvollziehen konnte. Es gab auch keinen ersichtlichen Grund. Also rief ich an und als Begründung hieß es, ja, da sind Briefe zurückgekommen von ihrer alten Adresse, was eigentlich nicht sein konnte, weil wir eine Postweiterleitung hatten wegen dem Umzug. Und deswegen haben wir ihr Konto gesperrt. Ich muss dazu sagen, dass wir Online-Banking haben und in dem Online-Banking, was wahrscheinlich jeder Postbankkunde weiß, gibt es ein Nachrichtenpostfach und da kann man Nachrichten schreiben. Das tut die Postbank auch in der Regel. Aber es war zu viel verlangt, in diese Nachrichtenbox reinzuschreiben, dass sie bitte unsere neue Adresse brauchen. Wir hatten einen Nachsendeauftrag, das heißt, die Post hätte weitergeleitet werden müssen, ist sie aber nicht. Das heißt, die haben von heute auf morgen einfach so ohne irgendwas zu sagen, unser Postbankkonto gesperrt und haben es dann auch erst wieder freigegeben, nachdem sie eine Originalunterschrift, die sie ja nur von mir haben wollten, erhalten haben. Das Ganze hat ungefähr eine Woche gedauert und dann durfte ich wieder an mein Geld. Das war erstmal Punkt 1 zum Thema bargeldloses Bezahlen. Punkt 2 war, dass mein Sohn, der noch keine 18 ist, ein Zahlungsmittel gebraucht hat. Deswegen habe ich ihnen eine lustige goldene Kreditkarte der Firma ViaBuy besorgt. Für 3 Jahre bezahlt und auf seinen Namen ausgestellt. So wie es eben in der Werbung und auf denen ihrer Webseite auch vorgeschlagen wurde. So, gemacht, getan, Geld aufgeladen, damit er damit bezahlen konnte. Weil in der heutigen Zeit ist es ja leider teilweise schon so, dass man ohne Bargeld nicht sehr weit kommt. Mit dem Ergebnis, dass auch die von heute auf morgen sein Kreditkartenkonto gesperrt haben. Kreditkarte, wie gesagt, für 3 Jahre bezahlt. Auf Nachfrage kam überhaupt keine Antwort, und zwar gar keine Antwort. Okay, ich habe ihnen eine neue Karte von mir geschickt. Dann kam Nummer 3. Nummer 3 war wieder mal die liebe Postbank. Und zwar jetzt akut, ganz aktuell. Ich warte sehnsüchtig auf mein Gehalt. Mein Konto ist eigentlich leer gewesen und ich warte auf mein Gehalt. Deswegen bin ich im Übrigen, wegen der aktuellen Situation des eingefrorenen Kontos, bin ich in der Orangenplantage, die jetzt leider im Moment abgeerntet ist. So, wie gesagt, ich warte auf mein Gehalt. Es kommt Geld ein auf mein Konto. Ich freue mich drüber und will es mir auf meine Kreditkarte laden. Was passiert? Nichts. Es passiert nichts. Und ich rufe wieder 4-mal bei der Postbank an. 4-mal. Mit dem Ergebnis, dass Person Nummer 1 sagt, es ist alles in Ordnung mit Ihrem Postbankkonto. Bitte probieren Sie später nochmal. Person Nummer 2 sagt das Gleiche. Person Nummer 3 rückt dann endlich mit der Wahrheit aus. Ja, Sie haben ja ein Gemeinschaftskonto mit Ihrem Mann. Und weil das ein Gemeinschaftskonto ist, das Sie mit Ihrem Mann zusammen haben und uns seine Unterschrift nicht vorliegt wegen einem Umzug, haben wir es eingefroren. Dasselbe Spiel wie letztes Jahr. Ohne mit der Wimper zu zucken und ohne uns vorher Bescheid zu geben. Wie gesagt, wohlgemerkt, es gibt eine Nachrichtenbox in der Postbank, im Postbank Online Banking. Da kann die Postbank, und das tut sie auch, Nachrichten senden. Unter anderem, uns fehlt noch die neue Adresse ihres Mannes. So, dann meine ich zu der Dame, Sie haben die neue Adresse von meinem Mann. Das ist die gleiche wie meine und ich habe sie Online-Banking hinterlegt. Ja, das reicht aber nicht. Wir brauchen seine Originalunterschrift. Ich so, okay, kann ich Ihnen das faxen oder scannen? Nein, wir brauchen sie in Original. So, jetzt haben wir aber nur gerade das Problem, dass die Post in Deutschland streikt. Und die nette Dame am Telefon meinte deswegen, das würde jetzt wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen dauern, bis sie das auf dem Schreibtisch hat oder eine ihrer Kollegen. Und dann dauert es noch 2 Tage Bearbeitungszeit und dann dürfen wir wieder an unser Geld. So,
Wohlgemerkt, wir haben kein Bargeld zu Hause. Nichts mehr. Und unser Konto ist eingefroren für 2 bis 3 Wochen, auf dem sich unser Gehalt, unser Geld befindet. Und wir kommen nicht dran. Und unser Kühlschrank ist leer. Was macht man jetzt da in einer bargeldlosen Welt? Ich hatte die Idee, na gut, damit wir nicht ans Skorbut sterben, gehe ich in die Orangenplantagen und hole uns zumindest ein paar Orangen. Aber die Orangen sind alle abgeerntet, wie man sieht. Das ist ja auch in Ordnung, der Bauer lebt davon. Aber könnt ihr mir mal bitte sagen, wie das gehen soll? In einer bargeldlosen Welt, wie wir alle überleben sollen, wenn wir so einer derartigen Willkür ausgesetzt sind von den Banken. Ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, es gab 4 Fälle in den letzten 12 Monaten. Der 4. Fall ist hier in Spanien passiert. Und zwar zahlen wir Geld auf unser Kreditkartenkonto ein, beziehungsweise bekommen Honorare überwiesen auf unser spanisches Konto, mit dem Ergebnis, dass das Konto von heute auf morgen wieder auf Null ist. Das ist in Spanien aber üblich, wenn die sich ihre Kontoführungsgebühren ziehen müssen. Aber auch da, es gibt keine Nachricht, es gibt keine Rechnungsstellung vorab, es gibt keine Vorwarnung, es gibt gar nichts. Die machen einfach, was sie wollen, die Banken mit dem Konten. Sie greifen sich die Gelder ab, ohne einen vorzuwarnen, ohne dass man planen kann. Und das ist bei 2 Kreditkarten, sind das nun mal fast 60 Euro auf einmal, die da plötzlich fehlen, wenn man es nicht weiß im Vorfeld. Ich frage euch ernsthaft und allen Ernstes, wollt ihr wirklich eine bargeldlose Gesellschaft haben? Also, ich nicht. Servus, für heute war's das. Ich melde mich.